Um seinen Hund zu fotografieren, müssen einige Kleinigkeiten dringend beachtet werden, um den Hund schön ins Bild zu setzen. Das heißt, ich muss ihn auch auflockern und jedes Tier hat entweder sein Spielzeug, was er am liebsten mag, oder auch Futter. Meine kleine Maus hier kann ich sowohl mit Futter als auch mit Spielzeug überzeugen davon, dass sie sich ins rechte Licht setzt und sollte das Halsband abmachen. Beim Langhaarhund ist das nicht ganz so ein Problem, aber es sieht einfach sehr viel schöner aus und auf jeden Fall vorher schön bürsten. Also in die Maske und dann kann das Ganze losgehen. Noch ein kleiner Tipp, immer auf die Augen achten, kleine Schmutzpartikel unbedingt entfernen. Jetzt die Lockerungsübungen. Den Hund noch einmal richtig toben lassen, ihm sein Lieblingsspielzeug anbieten. Damit können Sie auch während des Shootings arbeiten, um immer wieder die volle Aufmerksamkeit des Vierbeiners zu bekommen. Ich werfe den Ball in eine bestimmte Richtung, wo ich weiß, dass sie hinlaufen wird. Geh schon in die Hocke und lass sie auf mich zukommen. Auch ein kleiner Tipp. Immer, je tiefer man geht, je besser ist es. Das heißt, unter Augenhöhe eigentlich des Tieres bleiben, man hat die beste Perspektive. Eine andere Vorgehensweise. Das Lieblingsspielzeug bleibt bei der Fotografin und dient als Lockmittel. So ist sicher, dass der Hund dynamisch auf das Objektiv der Kamera zuläuft. Um einen unscharfen Hintergrund zu bekommen, sollte man möglichst weit den Hund, wie zum Beispiel hier, vom Wald entfernt ablegen, weit von dem Hund sich entfernen, mit einem Teleobjektiv den Hund ranzoomen, bei offener Blende. Das kann eigentlich auch jeder Anfänger, der ein Zoom-Objektiv hat. Man hat dann den Hund nur das Porträt, das Gesicht, die leuchtenden Augen und alles verschwommen, vor allen Dingen den Hintergrund auch. Und das sind die, für mich persönlich, die schönsten Hundeaufnahmen. Aber für traumhafte Tieraufnahmen wird nicht unbedingt eine Profi-Ausrüstung gebraucht. Auch ganz normale Hobbytechnik ist nutzbar. Wer sich nicht so eine richtige Profikamera leisten kann oder will, kann auch mit so einer kleinen Kamera schöne Bilder machen. Wichtig ist überhaupt der Blick für alles Schöne, dass man anfängt. Und man muss mit diesem, mit solchen Kameras natürlich, weil sie meistens eine feste Brennweite haben, immer ganz, ganz dicht an das Objekt ran, an das Tier ran oder ob es eine Pflanze ist, um es formatfüllend auch ins Bild zu bekommen. Ganz schlecht ist eben, wenn man sehr viel Hintergrund hat. Es lenkt sehr, sehr ab, wenn man da sein Tier fotografieren möchte und hat Autos im Hintergrund, Bäume, wie auch immer. Immer dicht ran und auch ganz, ganz tief, immer runtergehen, Augenhöhe. Noch ein guter Trick ist, mit einem Aufzeichnungsgerät Tiergeräusche aufzunehmen. Das ist bei Katzen, bei Hunden, bei Pferden ganz brauchbar, auch nur für kurze Zeit. Allerdings, um den Hund aufmerksam zu machen, Hundegebell oder Pferdewiehern, dann guckt der Hund aufmerksam in die Kamera, legt den Kopf vielleicht auch ein bisschen schräg und ist ein bisschen aufmerksam. Tipps vom Profi. Sie lassen sich gleich beim nächsten Fototermin einfach umsetzen und garantieren sensationelle Erfolge.